Typen schon wieder. Feinlederhandschuhe. Ah, komm, herstellen. Schuhe. Da haben wir auch nichts mehr drin. Oh! Hey! Das ist nicht besonders geil. Ja. Ich beeil mich. Das war's. Verdammt, ich möchte die Schmiede bedienen. Ich möchte wieder schneller werden. Okay, ich muss auf jeden Fall ausmisten. So. Hier. Alter Dünner. Nein, ich möchte den auf jeden Fall weg. Silberner Kerzenständer, weg. Braunbärenpelz. Weg, weg, weg. Eisenbahn 47. Können wir 20 von wegwerfen, würde ich sagen. Einfach mal so. So. Ab wieder zum Nordwindgebirge und... das war das. Das war die Kammer. Hier kann man dann rein. Oder? Hm. Die Tür hier sieht aus, als könnte sie uns ins Hauptgebäude bringen. Aber sie ist verschlossen, oder? Ah. War zu erwarten. Dann müssen wir wohl die Kadaver durchsuchen. Irgendjemand. Irgendjemand muss es geben. Was ist mit Bruder Jabor? Abgelehnt. Wie die anderen auch. Wenn ihr ihn vielleicht noch einmal versuchen würde zu erklären. Ich werde mich vor diesen Narren nicht rechtfertigen. Wenn sie auch nur einen Funken Anstand besäßen, würden sie die Schuld erkennen, in der sie bei mir stehen. Aber dann eben nicht. Es gibt andere Wege. Sag den Dienern, dass ich für den Abend nicht mehr gestört werden möchte. Und bring mir neue Salbe. Die Salbe, natürlich, Meister. Schreitet wohl. Muss den Schlüssel ja haben. Alles in Ordnung, Saira? Ich glaube, ja. Du meinst in einer Vision? Aber... Wie das? Ich dachte, alles, was du siehst, stammt aus der Zeit der Pyrrhea. Das dürfte die Jagdaufträge erklären, von denen die Dörfler erzählt haben. Aber wofür hat er so viele Kadaver benötigt? Für den Engel? Naja, sehen wir uns erstmal nach... Warte, hörst du das? Wow! Okay, cool. Feuerelementar rufen. Und meditieren. Und... Leistender Funke. Und... Feuer! Tschüss, mein Lieber. Tschüss, mein Lieber. Deine Vision muss wohl irgendetwas ausgelöst haben. Jedenfalls können wir uns jetzt auf Widerstand einstellen. Komm, hast du ihn? Dann lass uns hineingehen. Ja.
Aber vorher gehen wir einmal speichern. Ich habe gerade Frame Drops gehabt. Ich weiß nicht warum, aber... Ich habe auch schon 10% CPU-Auslastung. Gut. Versuchen wir von hier aus irgendwie... Vorsicht! Limmerstaub. Hey! Feinde, mach dich bereit! Ja? Gut, gut. Er weg, der Diener. Da kann ich nicht dran. Aber jetzt kann ich an das Kästchen. Gut, gut. Inventory. Gib mir mal das große Käsestück. Die Schatulle ist leer. Hier muss man nicht unbedingt sein. Feinde, mach dich bereit. Hä? Wo kommen die denn jetzt her? Die sind irgendwie ziemlich schlecht. Kannst du gerne mitnehmen. Ach, hier geht's nicht weiter. Gut, dann ab nach oben, bitte. Aber einmal mein Feuerelementar erneuern. Oh, das war kein gutes Zeichen. Aber es war ein dicker Geldbeutel. Ne, keine Kappe. Limmerstaub. Genesungstrank. Ist auch nichts. Holztür. Frostgift. Rolle der Seelenpfeile. Leeres Papier, leeres Papier. Truhe. Silberbecher brauchen wir nicht. Aber... Oh, das habe ich gehört. Lass mich hier raus. Ha! Feinde, mach dich bereit. Ja, ja. Mein Lieber. Hier geht's nicht weiter. Leeres Pergament, Magieschutztrank. Ah. Aha, leere Truhe. Gut, gut. Nee, brauche ich nicht. Oh, das war schlecht.
wir das ohne Speichern gemacht haben, aber dann speichere ich halt jetzt. Ich muss sagen, in Innenraumszenen bleibt die Framerate erstaunlich stabil. Aber auch wirklich erstaunlich. Na, was haben wir denn hier? Okay, hier können wir auch nicht weiter. Komm, keine Ahnung, wie sie hieß. Es wäre geil, wenn die sich zu Leben erwecken kann. Hallo? Oh, was für ein Anblick. Siehst du irgendwas mit deiner Gabe? Nein, aber vermutlich haben wir in seinem Gemach die besten Chancen. Das dürfte die große Tür in der Mitte sein. Ach, nee. Ja? Komm schon. Ach, verschlossen, natürlich. Aber gut, was kann man bei einem Einbruch auch anderes erwarten? Mal sehen. Verstehe. Das ist ein magisches Schloss. Einer der Magister hat uns mal ein ähnliches gezeigt. Man braucht Losungswörter, um es zu öffnen. Zwei Stück, wie es scheint. Wie kommen wir auf diese Losungswörter? Das könnte schwer werden. Aber mit Sicherheit waren es Wörter, die Dalgalar etwas bedeutet haben. Wenn es uns irgendwie gelingt, mehr über ihn herauszufinden, dann haben wir vielleicht eine Chance. Ansonsten müssen wir einen anderen Weg hochsuchen. Lass uns die beiden Türme links und rechts von hier durchsuchen. Viel anderes bleibt uns ja nicht übrig. Aha, jetzt können wir hier rein. Zack. Ab in den Forschungsraum. Feuerblitz. Das muss wohl so etwas wie sein Labor gewesen sein. Oh ja, stand ja auch drauf, Labor, ne? Wow! Schon wieder. Ja. Feindlich, mach dich bereit. Ja, gib mir mal kurz Zeit. Muss ich auch nicht wirklich in den Weg stellen, ne? Fokus, Kalia. Fokus. Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Leichen kann man nicht benutzen, aber es gibt... Das waren alle. Sehen wir uns mal um. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Nee. Ah, wir brauchen einen Schlüssel. Das ist eine leere Truhe. Stand ja schon drauf. Schutztrank. Eine Lederhaut. Oh ja. Der arkane Verzauberer. Natürlich. Alles das, was wir zwar verkaufen können. Aber vor hier gerade Gewicht sparen können, machen wir jetzt.
Lästig des Falschen. Da. Gibt es einen Grund, dass du dich versteckst, Julika? Verzeiht, Meister. Ich wollte mit euch sprechen. Natürlich wolltest du das. Was bedrückt dich? Es. Verzeiht meine Worte. Aber die jüngsten Entwicklungen beunruhigen mich. So? Ihr habt euch verändert, Meister. Täglich kommen die Kranken an unsere Tore und bitten um Hilfe. Aber ihr verbietet uns, ihn zu öffnen und verbringt stattdessen jede freie Sekunde eurer Zeit mit dem Mädchen. Und jetzt noch dieser schwarze Stein. Kennt ihr denn die Sagen nicht? Ihr solltet... Geh und pack deine Sachen, Julika. Was? Ich mache mir doch einfach nur Sorgen. Ich weiß. Und dafür danke ich dir. Nun geh. Deine Lehrlingschaft ist vorüber. Aber... Geh! Okay. Es erklärt nicht mehr.